Ein herzliches Hallo an alle YouTube-Freunde. Heute wollen wir mal zusammen Streuselschnecken machen. Dazu brauchen wir 500 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, wobei ihr das zuerst teilen müsst, weil wir zuerst 75 Gramm davon brauchen. Dann 20 Gramm Mandeln, 200 Milliliter Milch, ein Päckchen Vanillesoße, ein Päckchen Hefe. Ich habe jetzt Trockenhefe genommen, weil ich keine Würfelhefe bekommen habe. Zwei Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 400 Milliliter Sahne und 200 Gramm Schmand oder Crème fraîche und 140 Gramm Butter. Als erstes müsst ihr jetzt euer Mehl, die 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, Salz mischen und die Butter in Flocken dazugeben. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr eure Milch erwärmen und die Hefe darin auflösen. Dann gebt ihr die Milch zum Teig dazu und knetet das Ganze jetzt zu einem Teig zusammen. So, wenn ihr den Teig gut durchgeknetet habt, ihr müsst ihn schon eine Weile kneten, damit alles gut durchgemischt wird. Dann formt ihr flache Fladen. Die legt ihr dann auf ein vorbereitetes Backblech und lasst die jetzt 20 Minuten gehen. In der Zwischenzeit könnt ihr 125 Gramm Mehl, eine Prise Salz, die nur 20 Gramm Mandeln und 90 Gramm Butter, ein Päckchen Vanillezucker und 75 Gramm Zucker zusammen machen und macht daraus eure Streusel. So, wenn eure Schnecken dann fertig gegangen sind, dann nehmt ihr euch die eine Hälfte und nehmt eure Brösel und setzt sie dann so auf die Schnecken. Und jetzt kommen die Schnecken für circa 20 Minuten bei 175 Grad vorgeheizt in den Backofen und werden schön gut goldbraun gebraten. Und dann nehmt ihr eure andere Hälfte, die ohne die Flocken, und die backt ihr dann auch. Während das Ganze dann backt, könnt ihr eure 400 Milliliter Sahne, ein Becher Schmand, das Päckchen Vanillesoßenpulver steif schlagen, weil das unsere Creme dann später ergibt für die Streusel, Schnecken oder Fladen, je nachdem. So, wenn dann alles schön durchgekühlt ist nach dem Backen, beginnt der lustige Teil. Ihr macht jetzt eure Creme in einen Spritzbeutel und damit befüllt ihr dann eure Schnecken oder Blunder, je nachdem. Wenn ihr das fertig gemacht habt, dann setzt ihr eure Blunder zusammen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich wünsche euch guten Appetit und lasst es euch schmecken. Und wir sehen uns bis dann.